Moin Leute, willkommen hier bei Mechabellum. Heute eine Wiederholung und zwar am Titel sieht man es wahrscheinlich schon, denn es geht hier heute um einen Geist. Und, also, Wraith oder wenn man den so nennt. Ach, das ist so komisch der Name auf Deutsch, ne? Aber ist halt einfach eine Übersetzung, ne? Und, der Geist, ich hatte ganz spontan einfach einen Geist bekommen, dem Einheiten-Drop und dachte mir so, okay, habe ich da, vielleicht kann ich damit was anfangen. Weiß ich irgendwie. Also, ich kann sagen. Die Runde war echt geil. Deswegen wollte ich ihn mal zeigen. Max-Level, wir haben auch intensive Ausbildung und wir haben auch ein Eile-Modul, habe ich auf das Teil raufgeklatscht und so. Ich habe sogar noch einen zweiten geholt, das kann ich schon mal sagen, aber es gibt nur maximal zwei, die wir haben werden. Denn da ging es mir eher um Qualität. Und selbst der zweite ist schon irgendwie auf Stufe 6 war da, glaube ich. Maximal, ich bin mir gar nicht sicher. Aber ja. Wir fangen mit Geschwindigkeitsspezialist an. Die Geschwindigkeitsspezialist ist immer ganz nice, besonders wenn man Einheiten spielt, so wie halt im Geist zum Beispiel, der halt sehr wenig Reichweite hat und halt auch nicht sehr schnell ist. Dementsprechend extra Geschwindigkeit, um schneller an die Gegner ranzukommen, ist immer sehr nice. Und, ja, wir haben auch erste Runde hier, 304 Vorräte, haben wir echt gut da rausgehauen tatsächlich. Also das war schon eine sehr gute Startrunde, muss man sagen. Und der Rote ist tatsächlich knapp hinter uns mit 280. Hätte vielleicht sogar noch die Panzer killen können, wenn er schneller den Turm geklatscht hätte, aber das wird nicht sein. Vielleicht hätten uns dann sogar noch geholt. Wer weiß. Und ja, Verstärkung auswählen. Sehr viele Hacker hier, Taranteln und meine Auswahl war halt ein Geist auf Stufe 2 direkt und habe ich mir gedacht, oh ja, cool, gib dir mal Heilung und mal gucken, ob der irgendwas reißen kann. Und ich weiß nicht, ob ich den Titel schreiben werde, aber wir werden sehr viel Charme mit dem Kollegen machen, weil der wird richtig hart carryen, das kann ich schon mal sagen. Irgendwie was über, also wir haben sehr viele Millionen, sage ich es mal so. Und sowas hatte ich auch echt, also sowas ist echt selten bei einem Geist tatsächlich. Deswegen das Eilmodul, was ich bekommen habe, war auch echt super tatsächlich, weil es erste Geschwindigkeit und dann auch den Schaden um 40% erhöht. Also das war echt eigentlich schon ein sehr guter Pick, wenn man einen Geist hat, denn die Geschwindigkeit, die man hat dadurch, ist halt einfach extrem nice. Und dann hier kann man auch schon mal sehen, was ich für Fähigkeiten habe. Heilung, ja klar, und dann halt Reichweite sowieso, also Reichweite ist sowieso das Wichtigste. Schwebende Artillerieanlage, einfach damit wir nochmal unsere DPM verdoppeln. Und dann halt noch Degenerationsstrahl, um andere natürlich noch zu debuffen. Damit wir den noch schön Schaden reindrücken können. Ich habe jetzt ein bisschen ja, überschätzt tatsächlich, wie krass der sich heilt. Leider haben wir nicht hätte alles killen können. Wir haben aber gut ein bisschen Geld gemacht. Wir hätten in der ersten Runde auch sehr viel Geld bekommen, aber wenn man ehrlich, in der Runde 3 würde dann der Boss auch kommen natürlich. Deswegen, da kommt ja schon der erste KI-Boss. Dementsprechend, wenn wir jetzt die Runde 2 direkt aufs Mal bekommen, Runde 3 den Boss nicht ins Gesicht bekommen, da ehrlich gesagt gar nichts gegen. Das ist okay für mich. Sehr viele Hacker auch im Feld, weil zwei von den Feinden ja auch Hacker genommen haben. Deswegen auch ganz gut, dass ich den Geist genommen habe. Weil Hacker können Gott sei Dank auch nicht Luft angreifen. Würden Hacker auch Luft angreifen können, wären sie, glaube ich, so. Ja, wären sie das die stärkste Einheit in diesem Game. Einfach weil du einfach dann alles auf deine Seite ziehen kannst. Also. Da wundert mich tatsächlich, dass es keinen Boss gibt als Hacker, der auch Luft angreifen könnte. Er wundert mich nicht, meine ich. Denn der war einfach zu stark. Denn. Ich meine, du könntest dann einfach als Hacker, könntest du, als wenn so ein Experimental KI-Boss einfach ein Hacker wäre, da könnte einfach sogar Luft hacken. Das wäre viel zu OP. So, intensive Ausbildung kommt für uns ist hier direkt an, Stufe 3. Jeder andere hat das auch genommen, außer der, ich weiß nicht, ob das Rote, Grüne das auch gemacht hat. I don't know. Vielleicht auch nicht. Naja, wir haben jetzt auf Stufe 3 den Kollegen. Guck mal, die geile Flammentarnung. Sexy. So. Und ich war ein bisschen ja, unsicher, was ich machen wollte und habe tatsächlich dem Geist erstmal hier und da die Fähigkeiten gegeben, weil ich wusste noch nicht, was ich so dazu machen will. Ich war einfach jetzt einfach so ein Test, einfach ein bisschen rein da.
Hier auch, lustigerweise habe ich direkt doppelt Verstärkungseinheiten gemacht, Verteidigungsverstärkung gemacht, obwohl ich eigentlich nur darauf klicken wollte einmal und dann wollte ich nochmal darauf klicken, aber ich habe zu früh geklickt und war noch auf dem rechten Feld drauf, deswegen habe ich einfach doppelt gemacht und dachte mir so, ja gut, dann halt so. Ich meine, jetzt haben wir jedenfalls das schon mal maximal. Ich hätte das sowieso irgendwann genutzt, also von daher ist es auch egal. Denn wenn ich solche Einheiten habe wie das hier, dann würde ich sowieso mal voll komplett das hier machen. Denn die 15% und dann auf 30 bei Verteidigungsverstärkung ist halt schon echt stark. Ist halt nicht so ein bisschen nur wie bei Angriffsverstärkung, wo du halt nur 12% dazu bekommst und dann nochmal 12 und dann auf 24 gehst. Also von daher. Aber ja, der Kollege ist jetzt hier. Die Wasp haben halt keine Chance gegen einen Geist, denn wenn man ehrlich, ein Geist ist das perfekte, eigentlich der perfekte Konter für, also halt gegen Wasp. Wenn man noch diese Anfangswurfs ohne wirklich Fähigkeit natürlich. Irgendwann, wenn die Wasps zu stark ist, aufgelevelt sind und halt mit diesen Scharfschütze und Reichweite und alles, dann wirst du als Geist auch richtig hart weggeschmolzen, also dann hast du auch keine Chance. Naja. Unser Feind hier mit seinem Schmelzpunkt ist aber auf jeden Fall ein Problem. Und leider tatsächlich reicht es nicht, um aufzusteigen mit dem. Nochmal, wir haben zwar intensive Ausbildung, deswegen war ich mir 100% sicher, dass der auf Stufe 9 kommt, aber dieses Level nochmal so umsonst wäre schon echt cool gewesen, bin ich ehrlich. Aber naja. Ja, die beiden Typen, die jetzt gegen, lustigerweise die beiden, die Hacker genommen haben, sind gegenüber voneinander und dementsprechend sehen die sich immer am Ende des Matches erst. Der Runde. Und jetzt prügeln die sich noch hier zu Ende. Und der Grüne und ich sind irgendwie ein bisschen abgeschlagen von der Menge. So, da kommt das eine Modul. Erweiterungsmodul wäre natürlich auch gewesen, aber ich habe es wie gesagt genommen, weil es erstens halt mir nochmal extra Schaden gibt und halt auch noch Geschwindigkeit vor allen Dingen. Finde ich halt sehr geil. So, apropos Geschwindigkeit und wegen weniger Reichweite, wir haben jetzt auch Reichweite genommen. Und sind jetzt auch langsam in den Bereich gekommen, wo unser kleiner Geist ein bisschen gefährlicher wird. Nochmal die Angriffsverstärkung gemacht, zweimal direkt. Also, wie gesagt, ist eigentlich egal, dass ich mich da verklickt habe, weil wäre so beides gekommen. Der Grüne ist, nee, der Grüne ist auch der Typ mit Hackern. Wer ist denn hier? Ach, der Rote ist gar nicht, der hat gar keinen Hacker, der hat richtig viele Taten. Das war der Typ mit den Ranteln. Der führt richtig hart. Ach, der hat auch diese Spinnenminen, okay. Ja, jeder außer ich hat halt dieses Erweiterungsmodul genommen. Ich meine, das ist natürlich auch ganz gut mittlerweile, weil das ja auch 20% auf beides gibt, aber mir war es relativ egal. Ich wollte halt, wie gesagt, Geschwindigkeit und halt die 40% Schaden lieber haben, weil Geister eh so verdammt wenig so verdammt wenig Schaden machen. Die hatten ja früher genauso viel Schaden wie halt der Overlord, aber die waren dann einfach zu stark. Deswegen wurde es ja auch richtig hart genervt. Sieht man ja auch warum, weil mit diesen 8 Schüssen und so hast du halt dann bei 2000 Schaden, hast du dann ja schon über 16.000 Schaden, wenn halt jeder auf einen schießt. Also von daher macht das auch Sinn, dass sie das Teil genervt haben. Es war echt geil, wo es aber noch so stark war, bin ich ehrlich. Ja. So, der Typ ist jetzt Stufe 3. Das heißt, nächste Runde sogar Stufe 5 mit der Fähigkeit. Hier habe ich tatsächlich ganz schön Glück gehabt, dass der Schmelzpunkt halt auf die andere Seite geht. Oder der Schmelzpunkt hat Glück gehabt, dass ich ihn nicht sofort abgeschossen habe und so. Nee, Quatsch. Der würde uns richtig hart schmelzen jetzt, der Junge. Ich meine, das ist halt das Problem auch bei den Geistern. Du hast nicht mal diese Power wie Overlords, die halt richtig viel Schaden machen, sodass es eigentlich relativ. Also, wenn ich jetzt eine Stufe 3 Overlord gehabt, der hätte den Schmelzpunkt richtig hart weggeknüppelt. Also, hätte keine Chance gehabt, der Schmelzpunkt, weil der Schaden vom Overlord halt einfach schon viel zu hoch gewesen wäre. Und das ist halt auch der Vorteil, wenn du halt mit Overlords gegen natürlich Schmelzpunkt gehst. Deswegen bin ich auch ganz froh gewesen, dass ich den von Anfang an die ganze Zeit rechts hatte, denn hier ist halt der Schmelzpunkt. Ich möchte ja und nicht zwingend reinlaufen mit dem Geist, weil der auch übelst wenig Reichweite und alles hat. Meine Geschwindigkeit ist schon ganz gut, dadurch kommt er jedenfalls schneller in den Kampf. Wir haben ja auch Geschwindigkeitsspezialist von Anfang an. Deswegen ist er nochmal ein bisschen schneller, aber naja. Aber ja, es kam wieder ein Einheiten-Drop und tatsächlich war hier Wasp tatsächlich eine Option. Und ich habe noch diese alte Fähigkeiten-Umstellung, die ich wegen dem Wasp-Bam halt drin hatte. Was echt gut war, tatsächlich. Denn.
Ja, die wären jetzt so ein bisschen der Gleitschutz. Was hatte ich, glaube ich, schon mal, sowas ähnliches. Das ist halt, ja, auch schon länger her wieder. Aber naja, wir haben jetzt den Stufe 5, den Geist. Das heißt, der ist jetzt schon ziemlich gefährlich. Verkaufen auch jetzt immer langsam weiter jetzt hier den ganzen Kram hier, den ich noch übrig habe, weil ich weiß ja mittlerweile, was ich machen möchte. Und deswegen, ich brauche ja nicht zwingend mehr was hier auf dem Boden, weil das wird nur Bodeneinheiten dazu zwingen, hier zu bleiben. Und dann ist ja ein bisschen blöd. Die lenken dann ein bisschen zu sehr meine Lufteinheiten ab, die dann nicht auf das schießen, auf das sie halt sollen. So, zwei Wasp Stufe 6, die sind extremst geil, einfach wegen der Erfahrung, die geben. Genauso wie der Feuerdachs hier. Und mit Stufe 5 haben wir tatsächlich auch schon echt guten Schaden hier. 3500. Was halt schon, wenn man 8 Schüsse hat, schon echt ganz schön hoch ist. Ich glaube, deswegen wurde das auch genervt, der Schaden von dem Teil, weil halt die Anzahl nochmal von 4 auf 8 erhöht werden konnte. Früher hat das ja auch irgendwie die Geschwindigkeit verringert von der schwebenden Artillerie. Das wurde ja auch weggemacht, wahrscheinlich, weil die nicht mehr so mega viel Schaden machen wie die Geister. So, der Junge ist jetzt schon Stufe 6 wegen den ganzen Einheiten im hohen Level. Das war echt Hardcore-Feeding für mich. Das war echt nice. So, die Wasps haben auch schon Schilde. Wegen den ganzen Scharfschützen, so dachte ich mir, war auf jeden Fall eine gute Idee. Unsere Gebäude fallen. Wir haben die natürlich aufgelevelt ein bisschen, aber Stufe 2 ist jetzt halt nicht so krass, dass ich sage, wow. Ne? Geiststufe 1 ist auch schon zum Aufleveln bereit. Sieht das eigentlich? Ne, sieht komisch aus. Aber das ist auch cool, wie der Geist einfach in der Mitte ist und einfach auf alles schießt. Und hier einfach die ganze Zeit in der Mitte von allem tankt und alles wegschießt. Das ist schon echt geil. Das ist schon echt cool. Wenn er ein etwas höheres Level gewesen, hätten die auch, glaube ich, gar nichts machen können, die ganzen Scharfschützen. Dann hätte die Heilung zu krass reingetickt. Werner, ich habe auch hier und da richtig gute Sachen noch dazu bekommen. Tatsächlich, um das noch ein bisschen OP zu machen, das Teil genau mit erweiterte defensive Taktiken. Weil 30% nochmal hier oben drauf, das hat dann nochmal deutlich mehr Leben, das Teil. Und wir haben jetzt auch schon 600.000 Schaden gemacht, was jetzt natürlich noch nicht wirklich so viel ist, wie es halt noch werden wird. Lustigerweise, aber der Schaden wird ja auch immer mehr höher, also wird ja immer höher skaliert, umso höher das Level ist. Und am Anfang war der Schaden ja echt ganz schön gering, wenn man jetzt hier betrachtet. Pro Schuss nur 1000. Und der ist jetzt hier bei 4000, Stufe 6. Und vor allem, wenn wir auch die ganzen Upgrades jetzt hier natürlich, muss man so sagen. So, die Gebäude sind jetzt bald auf Stufe 3, weil Stufe 2 war mal zu wenig. So, man will jetzt die ganzen Stahlbälle und die werden hundertprozentig es hinkriegen, mein Gebäude zu klatschen. Dementsprechend, ja. Ich habe auch tatsächlich die Wasp hier einmal aufgelevelt, also. Und Schild haben die immer noch. Ich habe da nichts Zweites gegeben. Und der Geist ist sogar ein bisschen schneller als die Wasp. Jetzt mit, zumindest der mit dem Eile-Modul. Ich habe jetzt auch vom Turm die Geschwindigkeit genommen, damit wir nochmal schneller sind. Dementsprechend haben wir jetzt sogar 23 Meter pro Sekunde Geschwindigkeit. Und, ne, ich bin erstaunt, wie schnell der Teil diesen Kriegsfabrik runter tatsächlich. Gut, der Junge ist noch dabei und die ganzen Wasps schießen auch noch mit drauf, aber man sieht ganz, ganz deutlich, wenn der schießt, weil es dann immer ein ganzes Stückchen schneller geht, weil er deutlich mehr Schaden macht. So, unser Gebäude hier zu schützen. Da links ist gefallen. Das rechte konnten wir sogar noch schützen. Und, ah, da guck mal, wie schnell der ist. Ich bin normale Geschwindigkeit. Alter, der ist so fix, ne? Krass. So, die Fähigkeit hier hat der Junge jetzt mit seinen Schmelzbucken, der gelbe. Und sind wir mal ehrlich, ich habe hier elektronischen Schuss auf meinen Wasp. Und ich bin ehrlich, ich bin echt froh, dass ich das drauf hatte. Ich bin ehrlich auch jetzt in diesem Moment, in dieser Lage tatsächlich, dass ich mir denke, irgendwie möchte ich das gar nicht mehr rausnehmen, weil es zu geil ist. Aber ja, hat leider nichts gebracht. Wir sind trotzdem natürlich draufgegangen jetzt, aber konnten trotzdem ganz gut Schaden machen. Das Level ist auf jeden Fall erreicht. Das nächste. Und richtig witzig, die beiden experimentellen Vulkane sind einfach, werden einfach die ganze Zeit hin und her gehackt. Das ist so dumm.
Das ist mein Vulkan, nee, das ist meiner. Das ist so dumm gewesen. Ich hab mir gedacht, es wird jetzt noch nicht ewig so bleiben, oder? Aber tatsächlich, der mit den Scharfschützen hat tatsächlich dann die Oberhand gehabt. Einfach weil die Scharfschützen den so schnell runterschießen, den Vulkan, dass die den schnell hacken können. Deswegen. Naja, hat dann tatsächlich auch der Grüne gewonnen. Der dann damit sich auch einen ganz schönen Vorsprung jetzt verschafft. Und, ja. Zwar, dass ich Overlords als Möglichkeit, wir sind Runde 7. Ich habe überlegt, aber ich dachte mir so, nee, das wird komplett einfach nur Geisterrunde. Ich will jetzt die Geister haben, die richtig hart am Carryen sind. Und als Wahl, die ich jetzt hier genommen habe, war einfach die Typhoons, weil ich die mir dachte, okay, die sind zu zweit nur und die kann ich schnell verkaufen. Dementsprechend habe ich die genommen. Haben sogar ein neues Level bei dem anderen Geist auch noch tatsächlich. Aber gut, bei der aufzusteigen ist sowieso einfacher, weil, ne? Der ist ja eh nur so ein niedriges Level, dass er eh weniger braucht. Überlegt jetzt hier 5700 und der braucht 8600. Schon deutlich Unterschied. So, unser Geist ist Stufe 7. Intensive Ausbildung habe ich, glaube ich, habe ich schon benutzt, ich weiß gar nicht. Ist ja auch egal. Ich platziere tatsächlich den Geist jetzt hier nach links unten. Level den nochmal intensive Ausbildung. Okay, jetzt hatte ich nochmal nicht benutzt, okay. Jetzt ist ja Stufe 8. So, gib den Wasp jetzt sogar Sprungantrieb, damit ich die dahin platzieren kann mit auch. Und außerdem, damit die ein bisschen schneller sind als der Geist, weil wie gesagt, die waren ja ein bisschen langsamer. Und ich möchte schon, dass die Wasp vorne bleiben. Und nochmal ein bisschen, genau, ich habe noch ein mobiles Leuchtfeuer genommen, weil das brauchen wir jetzt. Weil wir jetzt die schöne Art in links bei den Gelben reingehen werden. Ja, eigentlich sollte man ja irgendwie dem ausweichen, aber tatsächlich habe ich jetzt noch Geld geliehen, einfach um elektronischen Schuss zu nehmen, denn damit kann man das halt übelst gut kontern von ihm. Den anderen Geist habe ich jetzt natürlich hier gelassen, weil ich den nicht mit rüberbringen konnte. Ich habe ja nur einmal diese Fähigkeit mit dem mit der Umgruppierung, genau. Das gibt es ja beim Gebäude, kann man sich das ja holen für 100. Und so hatte ich halt leider keine Auswahl dafür. Oder ich habe es halt nicht genommen, weil es andere Sachen gab, die besser waren. Ich natürlich nicht damit gerechnet habe, dass es halt dazu kommt, dass ich zwingend brauche. Aber ja. Dadurch natürlich, dass wir jetzt seine Upgrades halt ausschalten bei seinen ganzen Einheiten, inklusive natürlich auch bei seinen Wasp oder allgemein allem. Und die haben nichts. Fällt mir rein, okay. Naja, auf jeden Fall rennen wir einfach durch. Vor allem ist es halt so geil, dass der Junge einfach, der Geist einfach hinter bleibt direkt und einfach mitkommen kann. Weil er auch so schnell ist. Wasp sind jetzt 27 Meter pro Sekunde schnell, das ist schon krass. So, ein paar hier teilen sich ein bisschen was auf. Das ist ein bisschen blöd tatsächlich, aber ein paar gehen sozusagen dahin, wo es hin, wo es halt wichtig ist. Und die aktivieren die Fähigkeiten von dem Stufe 7 Schmelzpunkt. Und unser Geist kriegt den sogar gekillt. Das heißt, der ist auf jeden Fall Stufe 9. Das ist echt geil. Max Level haben wir schon erreicht. Runde 8. Das ist schon gut. Und ja, jetzt kommt hier tatsächlich die ganzen Scharfschützen. Die haben noch keinen elektrischen Schuss. Dementsprechend ist alles noch cool. Aber unser Geist hier wird ganz schön hart am Schein sein, denn was hier alles ist, ist eigentlich sehr schnell killbar für uns. Und die werden niemals den fetten Boy jetzt killen können, weil dafür hält er sich zu krass und wir killen zu schnell. Also die Stufe 2er Festung geht echt schnell drauf, ey, krass. Wie viel Schaden macht er jetzt? Also 5700. Mit dem nächsten Level wird es ja über 6000 dann kommen, also das ist schon ganz gut. Pro Schuss 6000. Ja, ungefähr 50.000 Schaden oder so macht er, um jetzt mal so grob zu schätzen. Also mit allen auf ein Ziel, möchte ich dazu sagen. Ne? Ungefähr. So. Ja, Verstärkungskämmer ist auch eine Option. Den habe ich tatsächlich nicht genommen. Ich habe erweiterte defensive Taktiken genommen, einfach weil wir den Boy noch mehr boosten wollen. Der hat jetzt nämlich 300.000 Leben, Stufe 9 Max Level. Jetzt ist auch 2 Millionen knapp an Schaden schon gemacht. Ah, so geil gewesen. Ah, wunderbar. So, jetzt hat er tatsächlich gemerkt, ach, der ist ja echt ätzend mit seinem fetten Teil hier. Und nimmt jetzt tatsächlich den elektrischen Schuss hier mit in sein Repertoire, sein Scharfschützen. Das ist ja schlecht für uns, ist, aber ich bin ja sowieso gerade links hier, also, ne? Und,
Ja, der Junge packt jetzt sogar seinen Schmelzpunkt Stufe 8 hier hin. Ach du Scheiße, Stufe 8. Aber ich meine, irgendwie mein Schuss ist halt so stark, das wird uns eigentlich gar nicht jucken. Habe jetzt auch den anderen Stufe 3er hier hingeschickt von uns. Weil der natürlich jetzt hier alleine sowieso schnell drauf gehen wird. Der Taifun ist jetzt verkauft. Und das Gebäude, ja, die Gebäude werden beide nochmal aufgelevelt auf die Stufe 4. Haben wir jetzt noch Geld? Nee. Ah, 120 haben wir noch. Okay. Reichweite ist drin. Ja, Reichweite ist drin. Geschwindigkeit können wir nicht noch machen. Nee, der meint, das waren die 100, die wir noch hatten. Ja, okay, dann können wir es nicht mehr machen. Und gut. Ja, die Rakete hier, die wird ein bisschen unsere Wasp ausbremsen, aber da die Schilde haben, gehen die nicht mal dabei drauf. Also, es ist, ja, egal eigentlich. Und ich finde es auch echt witzig, dass er einfach perfektes Timing genau dann, wenn ich hier mit meinen Sachen wieder reingehe, komplett einfach auch tatsächlich zu mir geht. Also. Ja, die Fähigkeit bringt einfach gar nichts. Er hätte irgendwas hier vorne platzieren müssen, wie Fangs, damit ich halt seine Fähigkeiten von seinen Schmelzpunkten nicht deaktivieren kann. Aber. Hat er nicht gemacht, meines Glückes. Und Geister gegen Schmelzpunkte und wir gewinnen so hart, das ist schon echt sehr selten, muss man sagen. Auch krass, wie die Stufe 1er so mega schnell sterben, ne? Aber ich glaube, der muss nur eine Salve drauf feuern und die sind eh tot, weil da so viel Schaden macht der Stufe 9er. Macht sogar 9000, 6400 macht er sogar, okay. Ja, das kommt mit 50k pro, wenn jeder Schuss trifft, schon ganz gut hin, glaube ich. So, der Blob von dem Roten kommt hier an. Das ist auch so schön. Ah, es ist so schön, Overlords mal gegen Geister verkacken zu sehen. So, der Boss ist noch richtig gut am Leben hier. Was hat denn der Grüne? Der Grüne hat ja voll aufs Maul bekommen. Krass. Ach du Scheiße. Ja, aber der Stufe 9er tankt einfach. So geil. Ah. Juckt ihn einfach gar nicht. Ja, er kriegt schon ganz gut Schaden, ist ja nicht. Er heilt sich aber so hart gegen. Also, das war schon. Ach, wunderschön. Ja, 300.000 Leben ist natürlich schon ganz schön stark, muss man sagen. Wir haben auch diese ganzen Buffs hier und wir haben auch 90% mehr Leben. Da bin ich ja gar nicht. Ich bin ja hier grün. Ich bin ja gar nicht grün. Ich bin ja blau. Also, komisch manchmal. Manchmal sagen so, er ist ja auf grün und dann ist er auf einmal blau. So, Kriegsfabrik wird verkauft natürlich. Brauchen wir nicht mehr. So, den Typen habe ich mal ein bisschen auf Stufe 5 hier gebracht. Mit intensive Ausbildung auch. So, wir haben so viele Verteidigungsspezialist, defensive Taktiken haben wir tatsächlich, damit. Dadurch haben wir natürlich nochmal extra 30%, 60% und durch das Gebäude nochmal 90% hier. Dass der Typ richtig viel Leben hat, also. Das ist schon echt cool. Und, ja, unser Geist hier, Stufe 5, ist jetzt auch schon auf Stufe 5, dementsprechend. Ist auch schon eine ganz schöne Bedrohung. So, ich habe jetzt tatsächlich hier ohne mir gedacht, weißt du was? Ich glaube, der wird noch irgendeinen anderen Scheiß machen. Er wird bestimmt niemals damit rechnen, dass jetzt die Kriecher kommen. Ha! Und, ja. Also, die Kombination mit Wasp und Geistern funktioniert echt ganz gut. Die Kriecher ignorieren wir jetzt einfach mal, okay? Ja, die sind nämlich noch vom Anfang halt die Überbleibsel. Die werden wir gleich noch verkaufen. Letzte Runde. Spoilers, noch eine letzte Runde. Eine Runde 10 meine ich. Und ja, die Kriecher werden auch ganz schön ablenken. Hier sind noch ein paar Mustangs, die jetzt spawnt. Stufe 1 zwar nur, aber die haben Reichweite und Anti. Was echt ganz gut ist eigentlich, muss ich das echt zugeben. Das ist echt mal gut gemacht von ihm. Da die Stufe 1 sind, nur bringen die hier nichts wirklich, weil die ja wirklich gar keinen Schaden machen an meinen Stufe 5er Wasp und so, weil, ne? Und eigentlich nur XP farmen für uns. Und das Gebäude und alles fällt auch richtig schnell wieder, ja. Wir rennen ja einfach wieder über ihn rüber.
Nehmen wir das Gebäude? Ja, haben wir bekommen, nice. So, wir kämpfen jetzt hier wieder gegen ihn. Warum hat er eigentlich keine Rückabwehrmunition? Das verstehe ich nicht. Nicht ganz gut, oder nicht, für ihn? Ich meine, mit den hohen Leveln hier, 6000 Schaden, das ist schon nicht ohne. So haben wir aber unsere Boss wieder verloren, alle. Hier sind jetzt die ganzen Schmelzpunkte noch von ihm, die er sich geholt hat. Ich frage mich, für wen. Die sind sogar wegen mir, hat er sich die geholt, kann ich mir vorstellen. Ich glaube, es hätte sich gelohnt für ihn auf jeden Fall, hier einfach Rückabwehrmunition zu nehmen, weil die machen echt gut Schaden, die Teile auch. Vor allem, wenn es so viele sind. Vor allem, er hat auch mechanische Wut, dadurch ist die PME mega krank. Aber gut. Ja, wir gehen einfach jetzt hier mit dem Tuch wie über einen dreckigen Tisch und machen alles sauber. Und ja, der geht jetzt mit seinen Spinnereien suizid in unser Gebäude, was fast Max-Level ist. Und wir killen jetzt hier einfach nur noch den Rest tatsächlich, von der KI tatsächlich auch. Der Scharfschütze wurde hier sich gekillt von der KI. Hier scheinen noch ein paar Würmchen zu sein. Ah, eine Larve ist das, okay. Ach ja, der Boss war wie scheint, okay. Dann weiß ich warum. Okay. Ja, das ist jetzt einfach nur den Rest halt killen. Also, wir haben jetzt eigentlich schon den Sieg logischerweise nur in so einer Tasche. Und ja. So, neues Level. Der Typ hat jetzt 3,4 Millionen Schaden gemacht. Und der, ich muss sagen, der ist Stufe 6 Geist. Jetzt auch eine Panzerung habe ich den jetzt gegeben. Weil die gerade als Auswahl war. Dachte mir so, ja, kann ich machen. Ganz gut. Und ich dachte mir, das ist auf jeden Fall eine gute Sache dazu zu holen. Und damit er auch ein bisschen tankiger ist, weil jetzt hat er ungefähr so viel Leben wie der Big Boy. Das heißt, er kann jetzt auch ganz gut was aushalten, was ganz nice ist. Und ja, ich gehe jetzt hier tatsächlich nach rechts rüber, denn jetzt mit dem ganzen Kram hier und so dachte ich mir, okay, es wird Zeit zu fliehen. Denn er hat sich jetzt so hart auf uns fokussiert, dass ich mir dachte, okay, ich gehe jetzt einfach weg, komm. Du hast jetzt die ganze Flanke dann platziert, nur für mich, und jetzt bin ich einfach weg. Ja, so ist dieses Spiel. Und ja, ich nehme jetzt natürlich den Stufe 9er mit. Aber ich habe mich dazu entschieden, tatsächlich einen von den Leuchtfeuern zu nehmen, um den halt auch nach rechts zu führen. Denn ich wollte den nicht armselig hier sterben lassen, weil das zu schade wäre für den Jungen, wenn er so viel Potenzial hat. Dementsprechend habe ich ihn echt noch, auch wenn er alleine ist, habe ich ihn noch mitgenommen. Übrigens, hier auch hat er noch so ein EMP genommen, was man die Runde eben bekommen konnte, was auch ganz lustig ist, hat er auch einfach umsonst dann platziert. Also deswegen, Leute, müsst aufpassen, wenn ihr sowas hier seht bei Sprungantrieb, ne, oder sowas, dann kann das jeder im Moment sein, dass die Leute halt ihre Sachen wegnehmen. Selbst wenn denen da etwas ist, was vielleicht sowas nicht kann. Ich habe ja Umgruppierungen dementsprechend. Jeder hat das halt, jeder kann sich das im Gebäude holen, frei für alle. Das heißt, du kannst immer damit rechnen, dass da irgendwie Sachen, die da mal waren, auf einmal nächste Runde nicht mehr da sind. Und sowas macht er. Er macht nach da. Der geht auch nach da. Ja, wir gehen jetzt hier beim Boss rein, weil mir das lieber war, als nochmal hier bei ihm reinzugehen. Was war mir ein bisschen zu riskant, einfach wie schon gesagt. Und ja. Wir haben Gebäude, kamen wir komplett auf Stufe 5, wir haben Geschwindigkeit, wir haben das rechte Gebäude nicht immer noch auf Stufe 4, weil war mir jetzt relativ egal auch, muss ich zugeben. Aber ja, unsere Boss gehen jetzt ein bisschen drauf, zumindest die Stufe 1er, die wir noch dazu geholt haben, um ein bisschen mehr Meat Shield zu haben. Entsprechend ist es nicht so schlimm. So, die Kriegsrubik schmilzt extrem schnell. So, von dem haben wir jetzt die Luftabwehr ausgeschaltet mit den EMP der Boss. Was ganz gut ist. Nehmen wir den Kill auch, das wäre echt super. Stufe 2. Nein, der wurde gehackt von jemandem. Oh, damn. Naja, aber nochmal eine andere Sache. Wir haben jetzt Reichweitenerhöhung bei den Wasps noch genommen. Denn ich habe gesehen, ja, wir haben 5 Meter mehr Reichweite als die Wasps mit den Geistern. Sollte okay sein, dachte ich mir, weißt du. Damit die Wasps jedenfalls auch Max-Level sind und alles, dachte ich mir, wäre das eine gute Sache. Ich will ja auch, dass die Wasps ein bisschen mehr was hinbekommen und nicht sofort draufgehen. Ich meine, die waren ja im Nachhinein dann auch nicht nur Meat Shield. Die waren ja dann echt auch hardcore echt hier, um halt Damage zu dealen und halt den Leuten halt die Sachen, die Upgrades halt, die technischen Upgrades rauszuknippeln. Und die uns so nicht auf den Sack gehen halt. Und ja, Schmelzpunkte, die Stufe 1 sind, gehen richtig schnell drauf. Die Overlords auf Stufe 2 gehen auch richtig schnell drauf.
Und hier tatsächlich, da gibt es ja unsere Gebäude-Kills. Ist natürlich ein kleiner Debuff, aber juckt das jetzt ja nicht zwingend was, denn die können immer noch keine Luft angreifen, aus welchem Grund auch immer. Ja gut, ich meine, mit den Wasp hat er sich vielleicht gedacht, dass das natürlich nichts bringen würde, weil die ja sowieso deaktiviert werden. Also war es in der Hinsicht dann doch schon clever, bin ich ehrlich. Aber in manchen Fällen, wenn du ein bisschen als Meat Shields was hast, dann kann es vielleicht doch noch ganz gut klappen, so ist ja nicht. Aber, naja, wir nähern uns jetzt dem Ende. Wir haben gut Geld gemacht und wir haben es sogar gerade so geschafft, Zweiter zu werden. Erster war leider nicht drin, denn das ist der Nachteil natürlich daran, dass wir nur so wenige Geister haben. Da bin ich aber hardcore halt auf Qualität gegangen, wie gesagt. Ich hatte zwei starke Geister und halt sehr viele, aber auch nicht so mega viele Wasp. Also wir hatten echt eine kleine Armee, muss ich sagen, aber die Armee hat es auch wirklich dann gerissen, muss man sagen, dass wir noch Zweiter geworden sind. Wir waren echt um 60 Punkte, wenn überhaupt, knapp hinterm ersten. Ja, nee, warte mal. 53 Punkte sind das, sehe ich das richtig? 53 Punkte. Hätten wir 54 extra gehabt, dann hätten wir gewonnen. Aber naja, der Stufe 6 Geist, der noch dabei war, der hat auch 1 Million Schaden tatsächlich gemacht. Ich wollte gerade 6 Millionen sagen, weil dann 6 stand, aber nee, es ist nur 1 Million. 6 Millionen wäre schon krank. Denn der Junge mit 4 Millionen hat sich den ersten Platz auf jeden Fall verdient. Er hat 725 Kills. Also ich glaube, das war das, was ich mit am meisten bis jetzt hatte bei einem Geist an Schaden und einfach an Kills auch. Ich werde jetzt nicht meine Views durchgucken, um zu sehen, ob das stimmt. Denn da habe ich keinen Bock drauf. Aber naja. Ja, das ist auf jeden Fall echt so eine geile Runde gewesen. Ich finde es immer cool, wenn du eine Einheit richtig hart pushen kannst, dass du da halt den hart zum Carryen bringst. Und das war auch klassisch, kann man sagen, schon eine Einheitenkombination. Schließlich haben wir zwei Einheiten. Ich glaube, die habe ich auch schon mal gemacht mit Geistern und Wasp, nur dass ich damals dann sogar noch andere Einheiten dazu hatte. Also war es nicht zwingend nur eine Einheitenkombination, aber es war dann hauptsächlich tatsächlich die Einheiten. Aber diesmal ist es wirklich tatsächlich nur die zwei. Und genauso wie mit den Overlords und den Wasp sind auch die Wasps echt gut am Harmonieren mit den Geistern tatsächlich. Was ich aber sagen muss, dass ich Geister sogar besser finde, weil die halt diesen Flächenschaden besser haben. Und besser daran sind halt Kriechern so zu killen. Und auch andere Wasps und so. Also die, ich bin ehrlich, Geister können viel besser die Wasps unterstützen, am Leben zu bleiben. Weil die halt gegen andere Wasps auch viel besser sind und alles. Jetzt hier bei großen Einheiten. Die Schmelzpunkte bist du jetzt natürlich ein bisschen Nachteil als Geist. Aber hat man ja gesehen, wenn die halt die Fähigkeiten deaktivieren, die Wasps mit den Fähigkeiten hier. Und dann halt die Fähigkeiten hier deaktivieren und dann die Geister draufschießen. Ich meine, gut, der Typ ist jetzt Stufe 9. Dementsprechend hat er auch so viel Schaden gemacht, dass es dann auch... Also der One-Shot den hier. Den nicht wirklich, aber es kommt nah. Und selbst der Stufe 6 war ganz gut am Start mit 3300. Ungefähr die Hälfte, ein bisschen mehr so als die Hälfte von dem hier. Also, ja. Einfach weil die Geister halt einfach, finde ich, besser daran sind, halt Kriecher zu killen und halt Wasp auch nicht die besten sind, Kriecher und Fangs zu killen, ist halt der Geist schon ein bisschen besser am Harmonieren damit. Leider hat der Geist halt nicht diese Fähigkeit, dass er auch Wasp spawnen kann. Was, wenn ich ehrlich, natürlich auch sehr stark wäre und OP. Ja, nicht OP, aber es wäre halt schon. Er wäre schon sehr stark. Und es wäre halt komisch, wenn zwei Einheiten so eine Fähigkeit ändern. Das kann ich verstehen, warum das dem Kollegen nicht gegeben haben. Vor allen Dingen ist das ein schweres Flugzeug und kein riesiges Flugzeug. So wie der Overlord. Also kann ich verstehen, dass die da nicht spawnen lassen wollen. Aber so eine Kombination ist auf jeden Fall echt nice. Gefällt mir. Und es war eine ganz spontane Runde. Wie gesagt, ein spontan, einfach so, einfach mal rein Match ist immer das, wo eigentlich die meisten die Magie passiert. Deswegen kommen halt Wiederholungen sehr oft. Magie passiert. Ja. Naja. Ja, die zwei Wasps gar nicht gelevelt, weil die natürlich nur Meat Shields waren. Dann hatten wir echt ganz gute Level hier auch bei den Wasps tatsächlich. Die sind auch Durchschnitt halt, ja, doch immer 4 oder 5 waren die halt, ne? Könnten wir noch leveln, klar, aber war jetzt dann jetzt nicht so wichtig. Ja, 700 Schaden, 700.000 mit der Bronze hat der Junge hier auch gehabt, die eine Wasp. Schon ganz gut. Na gut. Ja, das war auf jeden Fall eine Wiederholung. Geister sind schon ziemlich gruselig. Um jetzt nicht nur eine Anspielung auf den Namen zu machen, sondern einfach ganz ehrlich zu sagen, denn auch dieser Moment, wo der Typ hier in der Mitte geflogen hat und dann von allen Seiten auf was auf ihn geschossen hat und der einfach sich da durchgeheilt hat und dann einfach alles weggerotzt hat. Gut, er starb dann irgendwann, aber das war schon echt episch, muss ich sagen. Das war echt geil. Naja. Alles klar, dann wie immer, danke fürs Sehen. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.